herzlich willkommen von eurem Lord Langster. Ich begrüße euch hier zu einem neuen Projekt. Ja, wir sind wieder in Alien vs. Predator 2010 unterwegs und diesmal möchten wir, Trommelwirbel, die Alien-Kampagne spielen. Genau das habe ich jetzt vor mit euch. Ich möchte hier nochmal ganz strikt darauf hinweisen, das Ganze ist ab 18 von Peggy geprüft, mit einer Altersempfehlung von 18 Jahren. Haltet euch da bitte dran, denn das ist hier kein Kindergeburtstag, den ich euch zeigen werde. So, aber genug gebabbelt. Ich würde mal vorschlagen, wir starten dann mal direkt in ein neues Spiel. Die Einzelspielerkampagne in die Alien-Mission, in ein neues Spiel. Das Ganze machen wir auf Albtraum, glaube ich. Ja, das machen wir. Weil Albtraum heißt, wenn ich sterbe, muss ich das ganze Level neu spielen. Es gibt keine Save Points. Egal, wir probieren es. Keine Kontrollpunkte, nur für die Mutigen und Tapferen. Los geht's. That's the last of them. Commencing specimen retrieval. What happened to specimen 6? Send in the combat androids. Mark it up for the program. Number 6. I remember this one. Mr. Whalen thinks there might be something special about it. Let's see if he's right. Basic responses first. Simply orient your head in the direction indicated. See? Watch her track my hand. Obedient. Very good. On to the next test. Da sind wir also, die Nummer 6. Mamas Liebling, möchte ich fast sagen. Und wir werden dafür sorgen, dass jeder das Testobjekt 6 kennt und zu fürchten weiß.
So, wir sind hier natürlich noch in einem kleinen Tutorial. Wir dürfen uns hier bewegen mit WASD. Wir sehen an meinem Crosshair, ob ich versteckt bin oder nicht. Versteckt, nicht versteckt. Versteckt, nicht versteckt. Seht ihr das? So, natürlich dürfen wir auch an Wänden entlanglaufen. Erschrecken wir die zweimal, indem wir hier einfach mal übers Fenster entlanglaufen. Zap, zap. Just as I predicted. Gracefully done, Six. Ja, kommt raus. Too, kann ich das? Natürlich können wir das. Now, send in the first test subject. Where are you going? Why won't anyone tell me what to do? Because ADHC, when the has come into effect. Ein Opfer. Oh ja, es wird reingebracht. Jetzt gibt's Frühstück. Yummy, yummy, yummy. Grün umrandete Opfer sind im Übrigen Zivilisten. Blau umrandete sind Cyborgs. Zivilisten sind für gewöhnlich keine Gefahr. Den dürfen wir jetzt mit unserem leichten Angriff angreifen. Yes. An easy kill. Unmatched hostility. Unclouded by remorse. Mr. Wayland may have been correct about you. This is interesting. A new stratagem. Amazing. It knows the darkness is its ally. I can barely see you, Six. If I didn't know you were there. Bring me another test subject. As long as I get paid, right? Pretty dark in here. Can I get a flashlight? You just want me to fix the lights? Perfect organism, no question. Send in another test subject, armed. This should be more of a challenge for you, Six. Jetzt schickt er uns also einen Bewaffneten rein. Wir sehen es, er ist rot umrandet, eine größere Gefahr für mich. Wir begeben uns wieder in die Dunkelheit. Lauern ihn auf. What seems to be the problem? What happened to the light? Jetzt dürfen wir fauchen, um ihn anzulocken. Caution, Six. A strong indicator of intelligence. But how do you know of the threat? Mr. Wayland was right. Very good. That's enough for today, I think. Lasst mich raus, verdammt nochmal. Aber unsere Mama schmiedet schon Pläne. Oh ja, jetzt ist es soweit. Mama sagt, flüchten. Okay, wo kommt es raus? Umschauen, umschauen, umschauen. Da kommen wir raus. Wir können auch sprinten und los geht's. Ah, verdammt. During the call of the matriarch, no doubt. Gas it. Oh no, 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 no.
Impressive, Six. Verdammt. Most impressive. Lass mich raus! Escape is not an option for you, however. Doch, 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 doch. Please, don't try it again. Jetzt ist es soweit. Wayland öffnet das Tor und ihr wisst alle, was das bedeutet. Wir kennen das ja schon aus der Marine-Kampagne. Wayland, du Dummkopf, du verdammter Dummkopf. Jetzt geht's los. Spürt den Zorn von Six. Lasst mich raus. Oh ja, jetzt geht's los. Viel Spaß bei den Alien-Missionen. Geschwister. Zack. Hallo ihr Lieben. Wollt ihr raus, ja? Wollt ihr raus? Wisst ihr was? Ich helfe euch. Oh ja, da haben wir Bock drauf, gell? Da haben wir Bock drauf. Richtig Bock. Oh ja. Dann mal los mit euch, ihr Süßen. All facility staff, this is Dr. Groves. We have experienced a contained breach. Oh, nein. Schnell weg. Wegschlachten, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind ja so böse. So leid. Six has entered the Matriarch's holding facility. Security. This is way out of my pay grade. Fucking way. Komm schon her. Haben die mich gesehen oder was? Gibt's doch gar nicht. Aber so geht's dann auch. Kein Problem.
Hallo Mama, du bist frei, Mama. Oh ja. Bin ich jetzt Mamas Liebling? Bin ich jetzt der Beste? Oh ja, jeder wird sich an Six erinnern. Oh ja, oh ja, oh ja. Komm schon, Mama. Wir gehen nach Hause und zeugen noch ein paar Brüder und Schwestern. Sehr gut, meine Geschwister leisten ja auch gute Arbeit. Muss man gar nicht mehr eingreifen. Zack. So, das Labor ist offen. Die Aliens sind draußen. Jetzt kann's also losgehen. Oh ja, Mama ist so stolz auf uns. Mom will be proud of us. Ich hab ja so Bock auf das Spiel jetzt. Meine Fresse. Ja, schade. Das war dann jetzt auch das erste Level. Mission Labor mit der Wertung Königin. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Wahrscheinlich nicht ganz, weil beim Spielen macht es ja noch mehr Spaß. Aber ich hoffe, es war sehr sehenswert für euch und ihr schaltet wieder rein zum nächsten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bye bye, euer Langster.